Samstag und für euch Montag. So, Bernd, spülen gegangen. Hier haben wir ja auf unserem Stellplatz hier die Möglichkeit, dass wir spülen können. Das ist richtig schön. Dann muss man nämlich nicht hier drin in der kleinen Spüle, das geht auch, aber nur eine richtige Spüle ist schon angenehmer. Und ich habe Kaffee gekocht und Minztee. Dem Calvino geht es nicht so gut. Wir beobachten das heute mal. Eigentlich wollten wir ja bis Montag hier bleiben. Aber wenn es ihm natürlich nicht so gut geht, dann gucken wir, vielleicht reisen wir dann heute schon ab. Aber die lange Autofahrt ist auch doof, wenn es einem nicht so gut geht. Wir schauen mal, ich weiß es noch nicht. Jetzt sind wir gerade aufgestanden, wir haben jetzt 8 Uhr, glaube ich. 8 Uhr 9 haben wir. Und ich zeige euch die Aussicht. So, eigentlich soll es heute warm werden. Wir mal gucken nach dem Wetter. Das ist die Wettervorhersage hier. Sonne 20 Grad jetzt und nachher 27 Grad. Ja, es hat heute Nacht geregnet. Wir hatten ja auch Wasser auf der Markise. Da hat Bernd das immer so hochgedrückt. Er hat Angst gestern. Nicht, dass uns die reißt oder so, ne, wenn das Wasser zu schwer ist, aber es ist alles gut gegangen, zum Glück. Die Sonne lacht und wir verstecken uns vor ihr. Nein, aber dann blendet das so und es ist echt warm, wenn die rauskommt. Deswegen macht Bernd jetzt unser schönes Tuch hier dran. Und wir haben jetzt gerade Gerichte aufgeschrieben, die wir alle in unser neues Kochbuch mit aufnehmen möchten. Ich wollte euch einmal vorlesen, was da so reinkommt bis jetzt. Erstmal kommt da mein Joghurtdressing rein. Da werde ich immer wieder nachgefragt. Ich habe euch das Rezept schon so oft geteilt. Das gibt es da drin dann fest verewigt. Dann machen wir Shepherd's Pie. Ach so, das ist ein vegetarisches Kochbuch. Kochbuch Shepherd's Pie. So richtig geil mit Käse und Sauce Hollandaise. Eine ganz spezielle Variante. Ja. Wer ist da? Der Smurfy, der guckt da aus dem Fenster, ne? Dann Bernds berühmten Eiwa-Dip, den wir immer mit zum Grillen nehmen. Ich muss euch mal eben so umdingsen, ist ein bisschen gemütlicher. Dann haben wir den Kartoffel-Hähnchen-Auflauf, der schmeckt halt wirklich nach Hähnchen, obwohl da gar kein Hähnchen drin ist. Champignon-Rahmsoße, Käsesuppe, Gyros-Suppe, Kohlrabi-Kartoffelrahm. Unser gutes Verdauungsmüsli, das gibt es jetzt auch. Wir haben nämlich Hunger bekommen. Schaut mal, das essen wir 3 bis 4 Mal die Woche aus verschiedenen Komponenten. Das sind natürlich alles keine Weltenerfindungen. Ist der Smurfy weg? Das sind halt einfach unsere Rezepte, die wir gerne mit euch teilen möchten. Der Smurfy schläft noch, Mäuschen. Der schläft noch, der Smurfy, beim Calvino. Ne? Und unseren Spinatauflauf. Ja, hier im Wohnwagen habe ich letztes Mal einen Spinatauflauf gemacht. Der war so lecker und der hat euch so gut gefallen. Den koche ich heute nochmal. Und viele haben schon nach dem Rezept gefragt. Ich werde es euch heute zeigen, das Rezept. Ich nehme euch mit beim Kochen. Und genau, ich schreibe mir das dann auch mal auf, das Rezept. Dann können wir es nämlich auch mit ins Kochbuch aufnehmen. Und ich wollte das heute schon mit euch teilen, weil unser neues Kochbuch wird bestimmt noch bis Anfang nächsten Jahres dauern, oder Bernd? Nein? Ich habe mit dem Schiedsrichter gesprochen, dass wir das in 1 Monat zusammentragen, abkochen. Okay, also im Herbst. Also abkochen. Und das ist dann innerhalb von 6 Wochen, 7 Wochen. So der Wunsch. Also im Herbst vielleicht schon. Ich nehme euch trotzdem mit beim Kochen. Wir sind bemüht. Weil das Spinatrezept, das kann ich euch nicht vorenthalten. Das ist so lecker, dieser Spinatauflauf. Bei uns gibt es jetzt Frühstück. Du hast in Italien auch so ein One-Pot-Gericht gemacht. Ja, mit Nudeln, ne? Das war mit Sahnesoße. Das war wirklich sehr lecker. Also dieser Omnia-Backofen fürs Camping, der ist wirklich mega. Smurfy. Ettigum. Er guckt raus. Willst du dein Geschirr nicht ausziehen, Smurfy? Ja, vielleicht. Er hat Nein gesagt. Ja, möchte er nicht. Komm her. Wir wollten jetzt einmal zum Spielplatz gehen. Warte mal, ich mache dir den ein bisschen kleiner. Frosch im Hals. Einmal zum Spielplatz gehen und
Flur. Ein bisschen einkaufen, obwohl wir gestern waren. Ich habe aber vergessen, Sauce Hollandaise. Die brauche ich unbedingt für den Spinatauflauf. Mit Sauce Hollandaise schmeckt alles besser. Und wir müssen was zu trinken kaufen für Olivia. Also so eine kleine Flasche mit Aufsatz. Die ist immer für unterwegs sehr, sehr praktisch. Kann ich dir helfen? Die will das raushaben, ihr Dingen. Wieder aufmachen. Und mich hat eine Bremse gestochen und das juckt so unfassbar. Da. Oh. Es juckt. Boah, da haben die ja auch alles neu gemacht. Das habe ich dir heute Morgen schon erzählt. Wow. Da rechts auch. Ja, rechts habe ich schon gesehen, die kleinen Kletterdinger. Dann gehen wir jetzt auch an dem Schwimmbad vorbei. Doof, ne? Bitte? Ja, wenn wir erst auf den Spielplatz gehen, haben wir nichts zu trinken. Für die ist auch doof, sag ich. Ja. Nein, alles gut. Mir ist egal. Wir holen ja auch nicht viel. Ja, da ist zu, ne, der Fußballplatz. Was ist da? Ein Blatt ist das. Ein Blatt. Wir haben gerade gesagt, wir haben so viel hier in der Umgebung noch zu tun. Es wäre voll schön, wenn unsere Einfahrt in Ungarn schon fertig wäre. Weil dann könnten wir in 4 Wochen oder so mit dem Wohnwagen nochmal hier hinfahren. Es ist nämlich so. Die Einfahrt ist nicht fertig. Wir brauchen immer Hilfe von einem, der hat einen Jeep und der kommt dann und fährt uns den Wohnwagen, parkt uns den richtig ein. Und unsere Einfahrt wird ja jetzt fertig betoniert, hoffentlich zeitnah. Und dann darf man 4 Wochen nicht darüber fahren, weil das richtig aushärten muss. Das heißt, der Wohnwagen steht auf dem Grundstück und das Auto wahrscheinlich davor, weil sonst könnten wir 4 Wochen gar nicht wegfahren. Und in ungefähr 4 Wochen oder 5 Wochen kommt hier bei Obi im Baumarkt unser Alibert an. Das ist so ein Spiegelschrank, den wir uns bestellt haben fürs Badezimmer. Und an dem Tag hat der Bernd, möchte der ganz viel hier erledigen. In Graz haben wir mal im Formel-1-Shop eine Jacke für ein Calvino geholt. Da ist der Reißverschluss kaputt, da ist noch Garantie drauf. Die kann man umtauschen. Ach, du willst einen anderen Müsli-Riegel? Moment. Bitteschön. Und dann ist ein Campingladen hier in der Nähe. Da möchten wir bummeln, aber jetzt nicht jetzt, weil das ist 37 Kilometer entfernt. Das lohnt sich jetzt nicht für uns, weil wir ja nur bis Montag hier bleiben wahrscheinlich. Und so viel fahren. Gefahren sind schon, da haben wir jetzt keine Lust, da 2 Stunden hin und zurück zu fahren. Dann wollen wir Frittaten nochmal holen unbedingt. Das ist so lecker. Calvino liebt das total. Was hatten wir noch? Ich weiß nicht. Backmalz, genau. Ja, immer ein paar Dinge. Und da habe ich gesagt, das wäre so schön. Eigentlich könnten wir in 4 Wochen nochmal 5 Tage nach Österreich fahren. Oder 6. Und ganz entspannt alles bummeln. Nochmal Graz besuchen, ist ja auch schön. Aber wir können halt nicht mit dem Wohnwagen runterfahren. Ärgerlich, aber es ist nun mal so. Ach, der Hut, der rutscht immer runter, ne? Bernd ist jetzt eben in Interspar die Erledigung machen, hat Livia mitgenommen. Ich darf mit dem Smurfy hier warten. Ganz brav sitzt er sich immer auf meinen Fuß und wärmt mich. Smurfy, fein bist du, ne? Ja. Hm. Und hier ist alles Mögliche. Apotheke, Sparkasse, Raiffeisenbank, Restaurants, alles, was das Herz begehrt. Alles fußläufig für uns zu erreichen. Ja, was los, ey. Meine Güte. Der Hollandaise wird eine nur geholt. Ja, reicht doch. Ist er jetzt nur für jetzt. Er ist 2 im Korb, aber dachte ich mir, weil ich nie wusste, wie viel du brauchst. Nein, eine reicht für unseren Spinatauflauf. Ja, ein Eisberg habe ich gekriegt. Dann dein Kaffee, ja. Nochmal Frittaten. Olivia braucht den Snack für unterwegs gleich. Ah ja, Maiskolben und Wasser. Ist das Wasser oder ist das Zucker? Wasser. Wasser, wow. Kindermineralwasser. Wow, extra für Kinder. Ja, okay, aus der Kinderquelle. Aus der Kinder-Aqua-Ahnungsquelle. Aquapark. Ich muss euch die Geschichte von unserem Kaffee erzählen.
Wir kaufen ja Kaffee immer günstig in Slowenien oder in den Niederlanden. Und der ist dann auch echt lecker immer. Ja, und jetzt hatten wir aber auch mitgenommen auf unsere Reise. Wir sind jetzt seit 5 Wochen unterwegs. Kaffee war alle. Wir hatten 4 Pfund dabei, ne? Ja. Und gestern so, Geiz ist geil, wenn man bei Lidl einkaufen. Weil es hieß, 1 Pfund für 10 Tage. Ich mag halt Kaffee, der hält mich fit. Anders halte ich das nicht aus. Den stressigen Reisealltag. Jedenfalls, genau, Geiz ist geil. Wir waren bei Lidl, haben wir den billigsten Kaffee gekauft, den es gab. 2,99. 2,99 für 500 Gramm. Ich kann euch gar nicht sagen, wie der geschmeckt hat. Jedenfalls war ich wach. Der war so ekelhaft. Der schmeckt der Arsch. Ja, so als ob da Chemie drin ist. Ja. So als ob wir Plastik mit aufgekocht haben. Da habe ich euch noch gezeigt, wie ich den gekocht habe heute Morgen. Ja, und jetzt hat der Bernd gegönnt für 9 Euro Dallmayr. 9,49 Euro sogar. Das sind 20 Mark fast. Habt ihr mir geschrieben. Einige von euch rechnen das auch noch um immer. Obwohl man das nicht darf. Ich weiß, was ist da drin? Es ist da drin. So, Livia, kommst du mit zum Spielplatz jetzt? Jetzt zu kämpfen mit ihrem großen Kindermineralwasser. Die sind echt gut, die Flaschen. So, diese Mehrweg. Ich weiß. Ja, ja. Ja, das, dann trinken die auch mehr natürlich, wenn da so Zuckerwasser drin ist, ne? Aber wir, ja. Ja, aber wir füllen die immer wieder auf. Wir hatten nämlich mal bei Action, Livia, nicht ausschütten. Komm her. Wir hatten mal bei Action so eine Flasche geholt. Also überhaupt auch bei Calvino, diese Kinderflaschen, die schmecken irgendwann einfach eklig. Komm her, Livia. Hallo. Und wenn die dann ein paar Mal in der Spülmaschine waren und so, das ist doof. Deswegen holen wir solche Flaschen, füllen die dann 2-3 Tage auf, spülen die mal aus und dann gibt es eine neue. Und zu Hause gibt es den Becher. Ganz, ganz einfach. Wieder aufmachen? Nein? Da gibt es einfach ein Glas zum Trinken. Das klappt auch, nur für unterwegs. Kann man die viel besser ausschütten, diese Flaschen. Am Rödeln, ich zeige ihn euch. Ja, jetzt ist er wieder weggegangen. Kuckuck. Weil er die alten Krampen, man ja so misst. Ach so, die Heringe hat er gestern neue geholt und hast du ausgetauscht jetzt? Ja. So 4-Euro Dinger aus dem Baumarkt, die sind richtig gut, sagt er. 4,99 Euro. 5 Stück bereits hat er hier. Oh, super. Und was wollte ich euch noch sagen? Ach so. Eine lustige Geschichte habe ich mitzuteilen. Gestern hat der Bernd gesagt, we are homeless. Ja. Ja auch. Das hört sich aber lustig an. Ja, weil ihr kein Englisch könnt. Ja, also hier sind halt andere auf diesem Stellplatz, wo wir sind. Und hier war jemand, oder ist jetzt noch, die fahren jetzt gerade weg. Die können halt kein Deutsch und dann haben die auf Englisch sich unterhalten und dann hat Bernd halt so unsere Geschichte auf Englisch erzählt und wir sind wohnsitzlos, hat er dann übersetzt in we are homeless. Weiß ich nicht. Das heißt ja, homeless, ja, aber es ist homeless, ist für mich eher so obdachlos, hat sich eher so angehört. Jedenfalls haben Calvino und ich uns kaputt gelacht. Ja, weil wir kein Denglisch können. Weil wir kein Denglisch können. Ja, achso, Update zu Calvino, dem geht es ein bisschen besser. Jetzt sitzt sie da in der Wand. Ja, nur noch 40 Fieber, hat die Augen wieder auf. Nein, der liegt, der schont sich, aber es ist alles okay. Ja, möchtest du deinen Badeanzug lieber anziehen? Nein. Nein, der Body. Ja, aber der wird dann nass und kalt. Da fahren sie. Die hatten einen Affenzahn gestern drauf, als die hier drauf gefahren sind. Und ich glaube, das ist ein Leihwohnwagen.
Weil der hatte ja hinten Werbung draufstehen für Caravan. Ja, auch. Der kaufte das auch, ja. Die Werbung drauf vom Caravan. Ja, weil wir haben uns gefragt, der hatte nämlich die Stützen so hoch, der hat damit das ausgeglichen. Also war ein Reifen vom Wohnwagen war in der Luft. Und das ist nicht so gut für einen Wohnwagen, hat der Bernd extra nochmal gegoogelt, weil wir stehen lieber schief, als die Stützen komplett auszufahren. Du sollst trinken. Ich möchte das nicht trinken, das Muggelwasser. Ich habe Kaffee, danke. Prost machen? Prost mache ich mit dir. Prost! Ich gebe dir deinen Becher. Oh, hier. Dann können wir Prost machen damit, okay? Größter Ken. Prost! Schmeckt das? Der nächste fährt ab. Ja. Ja, viele machen nur Durchreise. Und wir finden das hier so schön, wir bleiben ein paar Tage. Ja, war wirklich, ist wirklich schön. War schön, ist schön. Hm? Ich muss euch noch was sagen. Wir hatten bei Action, war von Action dieses Klimaanlagen-Ding. Wow! So ein Würfel geholt. Der hat 500 Watt und das ist ein Heizlüfter und Kühler. Und das haben wir jetzt bei Calvino angemacht. Vorsicht, klemmt dir die Finger an der Tür. Das kühlt wirklich. Also wir testen das gerade. Das ist richtig, richtig cool. Hätte ich nicht gedacht, weil das ist wirklich nur so ein Ding für 20 Euro. Ja. Aber der hat es da echt angenehm in seinem Zimmer im Wohnwagen. Wir reisen jetzt neue an gerade, deswegen die Autogeräusche. Und ich darf kochen und ich nehme euch jetzt mit. Es ist soweit. Ich zeige euch jetzt einmal alle Zutaten und dann werde ich das einfach in einen Zeitraffer packen. Ihr seht ja dann, was ich mache. Genau. So habe ich mir das gedacht. Also, und zwar habe ich hier schon zweimal aufgetaut. Gestern haben wir eingekauft Cremespinat, also Rahmspinat. Das sind zwei Pakete. Einmal Sauce Hollandaise, einen Frischkäse. Das ist Gouda, ein ganzer, den reibe ich nachher. Dann die ganzen Kartoffeln, die schäle ich und reibe ich ganz fein. Ich zeige euch mal unsere Reibe. Die kann ich euch wärmstens empfehlen. Habe ich auch schon ganz, ganz oft empfohlen. Dafür brauche ich jetzt einmal den Aufsatz für den Käse. Und mit dem Aufsatz, das kann ich wechseln, kann ich die Kartoffeln in ganz, ganz hauchdünne Scheiben reiben. Und das Schöne ist, vier Scheiben, also einmal runter vier Scheiben, einmal hoch vier Scheiben. Das geht rucki, rucki, zucki, auch für Gurkensalat und so. Wir haben die ursprünglich mal auf so einem Markt geholt, bei so einem Marktschreier. Die gibt es aber auch bei Amazon. Einfach mal Multihobel eingeben, dann findet ihr das. Ist auch nicht teuer und das lohnt sich. Ist wirklich super genial. Und dann habe ich Eier. Da kommen welche in diese Masse. Ich mache jetzt halt eine Masse aus Frischkäse, Spinat und Eiern. Das wird dann mit dem Schneebesen gerührt. Und dann kommen noch Eier obendrauf, aber das zeige ich euch gleich. Und das ist halt dieser Omnia-Backofen für den Wohnwagen. Da ist jetzt so eine Silikonform drin. Da schichte ich das jetzt wie ein Auflauf. Und dann sieht man das, ob es gar ist oder nicht, weil die Eier, die ja nicht mit verrührt werden, die werden dann weiß, wie so puschierte Eier oder so. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Das Geheimnis. Ich muss mal eben rausgehen, weil die Musik drin an ist. Also, was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Wichtige Informationen zu dem Kochen. Die Stückchen, die überbleiben beim Reiben von den Kartoffeln, die mache ich einfach mit rein. Die kochen mit, weil ich kann die natürlich nicht bis zum Ende reiben, sonst gibt es Fleischeinlage von den Fingern. Und Käse habe ich nur den halben gebraucht, also ungefähr 200 Gramm geriebenen Gouda.
Schichten, alles rein. Und ich habe jetzt nur 3 Eier oben drauf gemacht, weil Calvino wahrscheinlich nicht mit isst, weil der ja nicht so gut zurecht ist. Dem habe ich so eine Frittatensuppe gemacht gerade, so eine Brühe. Und mal gucken, wie es da weitergeht. Genau, das dauert jetzt richtig lange, weil der so voll ist, der Omnia-Ofen. Ich schätze mal 1,5 Stunden bestimmt. Und wenn ihr das in der normalen Auflaufform macht, dann könnt ihr das natürlich auch andersrum schichten. Dann habt ihr aber nicht die schönen Eier oben. Aber dann habt ihr oben den Käse so schön braun und kross. Genau. Das so. Es ist fertig. Der ist jetzt schon seit einer halben Stunde aus. Meine Dose. Ja. Wir waren nur eben ein Eis kaufen. Und das ist jetzt im Eisfach. Und jetzt gibt's Essen. Jetzt ist es schön schon ein bisschen abgekühlt. Ein Müllbeutel. Ein Müllbeutel. Kommt sofort. Warst du Teller fertig? Ja, oder Schüsseln oder Teller? Mir ist egal. Ich gerne Teller nehmen. Okay. Die schönen, die wir nicht benutzt haben. Die teuren von Obelink. Die wir immer nur durch die Weltgeschichte kutschieren. Calvino, möchtest du auch Spinatauflauf essen? Mm-mm. Falls du doch möchtest, es ist genug da. Oder ich kann dir auch noch Frittaten machen. Vom Etti. Achso, ja. Draußen auf der Spülschüssel hatte ich gerade eingestellt. Auch wenn es ihm nicht so passt, dass der schon benutzt ist, der Napf. Den will ich jetzt essen. Wir alle. Alle kriegen Futter. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hier rauskriegen. Möchtest du ein ganzes Ei haben, Bernd? Ja, gerne. Mhm. Guck mal, normal sieht man das immer nur so, wie das auf dem Teller schön angerichtet ist. Ich zeige euch auch, wie das so ist, wenn das nicht rausgeht und hässlich aussieht. Ich nehme mal hier den hier besser. Achtung, Pudding! Wie viel soll ich dann aufnehmen? Zack. Lecker, lecker, lecker. Mama! Ich komme sofort wieder. Gucken, ob keiner guckt, bevor ich mit euch rede. Ich gehe mal gerne spülen. Habe ich euch schon mal erzählt. Ist man so alleine? Man verbringt beim Camping viel Zeit damit, zu spülen oder zum Beispiel Toilette leer zu machen oder Wasser aufzufüllen und so. Aber, also das ist also zeitraubend, ne? Wir gehen jetzt so nicht arbeiten, das ist quasi unsere Arbeit. Aber ich sage euch, das ist so voll beruhigend einfach. Vorher, wo wir noch in Deutschland gelebt haben, da hatten wir Spülmaschine und sowas alles natürlich.
haben wir jetzt auch in Ungarn. Aber umso mehr man schafft, umso stressiger ist das Leben auch. Und so hast du halt einfach, okay, ich gehe jetzt 10 Minuten spülen. Und dann ist es so einfach 10 Minuten spülen. Na, ihr? Seid ihr fit? Gehen wir jetzt planschen, Livia? Mama. Livia. Mama. Livia. Mama. Gehen wir planschen? Ist im Gange. Nicht hier bei uns. Ein bisschen weiter weg. Also hier auf dem Campingplatz, aber nicht bei uns an unserem Stellplatz. Und ich wollte den Vlog nur noch beenden jetzt, weil wir machen jetzt Party. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen in alter Frische. Tschüss.